Moin Leute, am Wochenende fand ja die Floating Bricks in Hamburg im Millerntor-Stadion vom FC St. Pauli statt. Ich war dort als Aussteller vertreten und wollte euch mal zeigen, was ich an dem Wochenende alles so ergattern konnte. Fangen wir mal hier an. Der Floating Bricks 2019 Stein, den gab es für die Aussteller. Den kann man so nicht kaufen. Zusätzlich haben die Aussteller noch zwei Figuren bekommen. Zum einen hier diesen schicken Seemann und dann auf der linken Seite den FC St. Pauli-Fan. Bei jeder Figur war so ein 3x3-Plate bei und bei dem Seemann hier noch eine bedruckte Fliese. Die Fahne konnte man sich dann selbst gestalten mit den beigelegten Aufklebern. Ja, HSV-Aufkleber beim St. Pauli-Fan auf der Fahne, das ist, glaube ich, also es wird nicht passieren. Vielleicht in der anderen Hand dann irgendwie ein Feuerzeug oder so, dass es anzünden würde. Aber naja, lassen wir das mal. Dann gab es noch ein Polybag dazu. Ich habe ein Ninjago Polybag bekommen. Ja, da ist dieser Typ da, dieser mit der Schlangenmaske oben auf ja, so etwas roboterartigen, mechartig. Ja, hat mein Sohn zusammengebaut, hat sich gefreut. Dann habe ich vom Ben Bricks ja, mein gewonnenes Polybag überreicht bekommen mit dem Popcornwagen hier. Vielen Dank nochmal dafür. War ein super Tag mit dir gestern. Nochmal zweite Runde Floating Bricks. Den Tag davor zusammen mit den Brickdonauten und mit dem Thomas von Brickmerch. Auch ein super Typ. Vielen Dank nochmal für den Becher. Wir waren dann am Samstag alle zusammen noch im Lego-Store, die Brickdonauten und Thomas von Brickmerch. Ich habe mir die Schachtel für die Figuren genommen und jeweils in eine Kammer 5 Zubehörteile gepackt, das darf man nämlich auch. Und zum einen habe ich hier mir 9 von diesen coolen chinesischen Schüsseln mitgenommen. Wer die Lego Ninjago Movie Minifiguren-Serie hatte, oder hat, der kennt die Schüssel von dem Lloyd. Der hatte noch einen Löffel dazu. Den gibt es leider nicht. So habe ich mir ein paar Schüsseln, 9 Stück an der Zahl. Dann noch 3 T-Bone Steaks. Die Schüsseln und die Steaks, die sind, wenn man die einzeln bei Brickling zum Beispiel kaufen würde, relativ teuer. Ab 1 Euro aufwärts geht es da los. Also hier 9 Schüsseln, 3 T-Bone Steaks. Locker über 12 Euro wert. Dann habe ich mir noch ein Buch mitgenommen, eine Farbpalette und ein Haarteil mit einer Krone. Auf der Messe selbst ist dann noch der Kim Tobensen gewesen, der Community Manager von Lego. Seine Kollegin, die Helene, habe ich leider verpasst, sonst hätte ich wahrscheinlich noch eine Minifigur mehr gehabt. Ich habe mir 2 bedruckte Fliesen gekauft. Wobei die Brickprint hatte ich auch einmal geschenkt bekommen. Die habe ich dann dem Ben Bricks übergeben, weil er sie leider nicht mehr gattern konnte. Und ich habe 2 davon gehabt, also konnte ich ruhig eine abgeben. Ja, Hamburg-Fliese als Hamburger. Und dann nochmal den Floating Bricks-Fanstein, den konnte man dort kaufen. Ja. Ich kann ja nochmal den anderen daneben legen oder darunter. Ja, das sind so meine Errungenschaften. Es war auf jeden Fall ein tolles, spannendes Wochenende, auch anstrengendes Wochenende. Viele nette Leute getroffen. Hab mich gefreut, dann auch mal die ganzen Brickdonauten kennenzulernen. Und ich hoffe, das können wir wiederholen. Bis denn dann. Tschüss.